Am 2. Dezember startete in der Hauptverwaltung der WEMAG in Schwerin die traditionelle Kita-Weihnachtsaktion. Aufgrund der aktuellen Corona-Kontaktbeschränkungen war es für die Mitarbeiter nicht möglich, die Kindertagesstätten zu besuchen. So übergab WEMAG-Vorstandsmitglied Thomas Moche das Weihnachtsgeschenk symbolisch an den Geschäftsführer des Diakoniewerks Neues Ufer, Thomas Twer. Auch wenn wir heute nicht vor Ort sein können, die glücklichen Kinder sehen können, aber wir möchten ihnen ein Spielzeug geben, was sich ein Stück weit auf die energiepolitischen Themen gerade konzentriert. PV ist wichtig, Elektromobilität ist wichtig. Wir wollen diese Dinge einfach auch mit in den Kindergarten transportieren. Das ist einfach toll. Wir werden das übergeben in eine Kita, wo es gebraucht wird. Und es ist eine spielerische Möglichkeit, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit, mit dem Thema Energiegewinnung zu beschäftigen. Für die Kindertagesstätten im Netzgebiet der WEMAG gibt es einen liebevoll gestalteten Bauernhof mit Solaranlage, Traktor und Spielfiguren. Mit hochwertigen Details soll bei den Kindern ein Bewusstsein für erneuerbare Energien entwickelt werden. Die Lewitz-Werkstätten aus Parchim haben das langlebige Holzspielzeug hergestellt. Laut Thomas Moche ist der WEMAG sowohl die Unterstützung der einheimischen Wirtschaft als auch der regionalen Kindertagesstätten ein wichtiges Anliegen.